Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Hen96. Hannover 96 hat in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen den BVB leider mit einem sehr unglücklichen 0 zu 2 verloren. Hannover 96 hat aus meiner Sicht eine sehr, sehr starke Partie geliefert. Ich war live im Stadion. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, den Roten zuzuschauen, wie sie Fußball spielen. Aus meiner Sicht hat die bessere Mannschaft verloren und die schlechtere Mannschaft gewonnen. BVB hat mich also angemessen an dem, was man vom Dortmunder Club vom BVB erwarten könnte, sehr enttäuscht. 96 war positiv überraschend, war wirklich sehr stark eingestellt auf Dortmund, wirklich sehr mental stark gespielt, kämpferisch sehr stark, spielerisch auch gut. Das Schlechte an der Partie, die Chancenverwertung. Also 96 hatte, wie der Kicker schreibt, 7 Chancen, Dortmund hatte 6. Dortmund hat letztlich 2 Tore gemacht, wir 0. Wir hätten locker in der ersten Halbzeit schon mindestens ein Tor machen müssen, zweite Halbzeit mindestens 2, weil dann gefühlt leer, frei vom Torwart schießt ihn links daneben. Erste Halbzeit auch 1, 2, 3 Umschaltsituationen, wo man aus schräger Position vorm Torwart steht und ihn nicht reinmacht. Kobel hat sehr stark gehalten. Weinkauf hat auch gut gehalten. Dann erstmal chronologisch die Startaufstellung. Die üblichen haben gespielt, bis auf Derrick Köhn, der hat nicht gespielt. Dafür Yannick Dehm. Aaron Bier hat gespielt. In der Innenverteidigung, in der Fünferkette. Bezuschkov hat wieder gespielt für Schaub. Und im Sturm hat Hendrik Weidand gespielt für Cedric Teuchert, der ja bekanntlich eine Muskelverletzung sich zugezogen hat gegen Bielefeld. Hannover 96 hat dann aus meiner Sicht das Spiel, nachdem Dortmund leider in der 10. Minute, meine ich, oder in der 9. Minute gleich in Führung ging, durch ein sehr unglückliches Gegentor, was abgefälscht war durch RB, wo Weinkauf nichts machen konnte. In die kurze Ecke, der wäre normalerweise, hätte Weinkauf ihn gehabt, aber dadurch, dass er abgefälscht war, war er sehr, sehr schwer zu halten für Weinkauf. Und dann hat Hannover eine sehr große Chance nach der ersten Ecke, ich meine, kurz nach dem 1-0 war das, wo Kobel gut gehalten hat, was auch sehr glücklich für Dortmund war in der Situation. Dann zwei Umschaltaktionen durch einmal Bayer und Nielsen. Auch hätte man auch auf jeden Fall das 1-1 schießen müssen. Später kamen dann noch Leopold rein, Köhn wurde eingewechselt, Stolze und Kerk. Die konnten dann leider nichts mehr machen. Dann hat, meine ich, Phil Neumann oder vielleicht habe ich mich jetzt auch gerade vertan, den Elfmeter verursacht in der 71. Spielminute, was sicherlich auch sehr unglücklich war, aber aus meiner Sicht war es ein Elfmeter. Also das war eine richtige Entscheidung. Und nee, es war wahrscheinlich, ich schaue gerade mal, wer das war. Das war auf jeden Fall, ja, es war Neumann und Hannover 96 ging dann so 2-0 in Rückstand. Danach war das Spiel praktisch weg, war das Spiel vorbei. Bellingham macht den dann rein, Weinkauf ist noch dran, aber kann leider nicht mehr richtig hinkommen. War auch sehr stark geschossen, konnte man nichts machen. Ja, Hannover 96 hat aber dann nicht aufgehört zu spielen, ging weiter nach vorne. Dann kam die rote Karte durch eine sehr gute Chance wäre das gewesen, durch David Köhn, der wäre frei aufs Tor zugelaufen, was sicherlich bitter ist, da hätte man sicherlich den Anschlusstreffer erzielen müssen. Adeyemi hat dann zu Recht die rote Karte bekommen, kurz vorm 16er, wäre es 2 Meter weitergegeben, hätte es noch den Elfmeter gegeben, da wäre vielleicht nochmal in den letzten 5 bis 10 Minuten noch mehr drin gewesen. Aber so hat Hannover 96 sehr unglücklich verloren, von Dortmund hätte ich viel mehr erwartet. Dortmund kann sicherlich mit der Leistung nicht zufrieden sein, mit dem Ergebnis natürlich schon. Das Ergebnis ist wichtig. Und da ist Dortmund auf jeden Fall auf der Gewinnerseite, Hannover auf der Verliererseite. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit Hannover. Und wir spielen am Wochenende, meine ich, schon am Samstag in Nürnberg. Und wenn wir so spielen wie heute gegen Nürnberg, dann werden wir auf jeden Fall gewinnen. Aber Nürnberg ist ein komplett anderer Gegner, komplett andere Mannschaft. Mit einem neuen Trainer, Markus Weinzierl. Nürnberg hat, meine ich, gestern 1-0 gewonnen. So wie ich das verfolgt hatte, wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel werden. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Von mir aus auch schon den Tipp für Nürnberg. Eure Meinung zum Elfmeter, zum Spiel, zur Ausstellung, zum 1-0, wie auch immer. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und was ich nicht vergessen darf, jetzt sage ich es zum Schluss, Glückwunsch an Dortmund zum Weiterkommen ins Achtelfinale. Das muss ich immer dazu sagen. Herzlichen Glückwunsch an die Fans. Bis dann, habt noch eine schöne Woche und ciao.